Okay, danke, The Special Triple X. Ich werde Neta mal danach Ausschau halten. Was will der haben? Ja, sowas habe ich nicht. So eine Kirsche wäre auch nicht schlecht. Ein Honigglas gegen Ambrosia. Naja gut, das hilft mir jetzt aber auch nicht so wirklich weiter. Kann ich ja nicht vermehren, also hilft mir das nichts. Genau, Honigblock gegen Mandeln. Da würden wir Mandeln bekommen. Und die will ich haben. Wir haben noch keine Mandeln, bin ich der Meinung. Und darum würde ich gerne diesen einen Honigblock brauchen. Wir einen, dann bekommen wir Mandeln und dann können wir die wachsen lassen. Boah, vielleicht gibt es Mandelkuchen. Mal gucken. Mandeln, was kann man daraus machen? Mandelsetzling. Oh. Okay. Okay. Ja, es gibt ein paar Dinge. Oh, Marzipan. Ich liebe Marzipan. Ich muss das haben. Ich muss das haben. Ich liebe Marzipan. Gesundheit. Ja, auf jeden Fall ein Tropenbaumsetzling. Den sollten wir ja wohl haben. Auf jeden Fall könnten wir das anpflanzen. Wir brauchten nur einen Honigblock. Dann machen wir doch jetzt Folgendes. Difficulty machen wir mal auf 2. Auf normal. Wir sind ja keine Feiglinge. Und dann gehen wir in den Nita mal gucken. Dann ist das unsere Tagesaufgabe, einen Honigblock zu finden. War das denn eine gute Idee? Habe ich dann irgendwie was mit? Der macht Angriffsschaden 6. Ja, macht auch 6. Ganz ehrlich, wir gebrauchen aber erstmal unsere normalen Werkzeuge auf. Den sollten wir auf jeden Fall in Neta haben. Das nehmen wir auch mal mit. Dann können wir Quarz und so. Boah, wir müssen jetzt hier mal aufräumen. Komm mal her, es geht mal alles hoch. Alles hoch, alles hoch. Fackeln nehmen wir gleich wieder runter. Es geht mal alles hoch und dann gucken wir mal, was wir wirklich brauchen. Wir benötigen die Fackeln. Und wir haben auch noch mehr Fackeln dabei. In einer anderen Tasche, glaube ich. Oder wir müssten welche machen. Ich glaube, wir müssen welche machen. Wir haben keine mehr dabei. Das war Schwachsinn. Keine Mandelmilch. Ja, wir müssen unbedingt diese Mandeln haben. Ich brauche die Mandeln. Ich brauche sie einfach. So, dann das so. Den großen können wir ja dahin tun. Brauchen wir sonst noch irgendwas in der Tasche? Ein bisschen Futter können wir mitnehmen. Für die Notfälle, wenn es schnell gehen muss. Und dann würde ich sagen, haben wir es doch eigentlich. Dann können wir jetzt lostigern. Vielleicht hier war doch eine Höhle. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen Kohle mitnehmen wegen Fackeln. Dann gehen wir nur vorne in der Höhle rein. Ich bin doch hier eben in irgendeiner Höhle gefallen. Wahrscheinlich finden wir die nicht. Vorhin stolpern wir rein und jetzt... Hey, wer braucht sie schon? Ja, wir müssen mal gucken. Also das wäre cool. Dann würde ich Mandeln schön anpflanzen. Und oh, da würde ich Marzipan herstellen. Oh. Wo war denn dieses dämliche Loch? Ich glaube da. Ich sehe es. Nee, das ist was anderes, aber hey, was kostet die Welt? Wir tigern hier mal schnell durch. Wir holen uns nur ganz kurz. Ich hab's nur zischen gehört. Alter Falter, der hat uns fast tot gemacht. Also das wird krass, wenn wir da gleich hingehen. Das kann man mal sagen. Ich sollte besser aufpassen. Ich sehe uns sterben. Ach so, hier waren wir schon. Das ist die Höhle, wo, ja... Die haben wir nie zu Ende erkundet. Ich habe sie jetzt endlich wiedergefunden. Wobei, ich glaube, wir erkunden die jetzt auch schon nicht mehr. War das das Loch? War das das Loch? Das war das Loch. Ne, hier war das Loch, aber das ist ja im Endeffekt Jacke wie Hose. Ja, wir müssten noch mal ganz kurz ein bisschen Kohle holen. Aber ich würde natürlich jetzt nicht nach Hause gehen. Das ist auch Blödsinn. Da gucken wir doch mal hier in den Dschungel, was es hier so Tolles gibt. Was? War das Kirschen? Nee, Äpfel. Ja, Äpfel haben wir. Da müssen wir natürlich immer mal gucken, dass wir auch vielleicht das eine oder andere neue finden. Was bist du Schönes? Ein Bärenbusch haben wir. Kohle! Ja, wir müssen ein bisschen Kohle müssen wir sammeln. Dass wir in Neta nicht gleich ein Fackelproblem bekommen. Schade, leider nichts dahinter.
Wäre natürlich cool gewesen, wenn da noch mehr Kohle gewesen wäre. Aber wir müssen aufpassen. Hier können überall Zombies und dergleichen sein. Wir haben jetzt ja gerade die Gegner an. Wie das auf einer Erkundungsreise auch sein sollte. Hier kommt der Rote Wald, okay. Ja, ich hätte gedacht, wir finden hier irgendwie ganz schnell so ein bisschen Kohle, weil das gibt's ja echt wie Sand am Meer. Da hinten ist ein Hügel, wir können da ja mal gucken. Ansonsten würde ich halt jetzt einfach doch in den Nether ziehen. Ja, da haben wir eine Menge Kohle. Das holen wir uns ganz kurz weg und dann würde ich sagen, Tiger war los. So, das geht ja schnell raus mit unser Hämmerchen. Beziehungsweise unser Pickaxe. Wir können die übrigens auch benennen. Wir können denen auch fantasievolle Namen geben. Ah, willst du mich veräppeln hier? Willst du mich veräppeln? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon genug Kohle. Ich bin ja richtig amused. Ich glaube, das reicht schon. Wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Naja, 34. Wir machen nochmal. Hier war noch ein bisschen was. Aber das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Die Frage, wo? Da, ich sehe dich doch. Natürlich geht's hier nicht hoch. Ich habe das Gefühl, das Spiel will mich veräppeln. So, dann holen wir uns das wenigstens hier noch und dann würde ich sagen, haben wir es. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Das wäre ziemlich ungeil. Irgendwo ist hier auch ein Zombie. Soll mir aber egal sein. Haben wir denn, So, dann können wir sortieren. Sticky Sticks. Haben wir Sticky Sticks dabei? Ich sehe keine. Auch das Problem können wir ganz schnell lösen. Kein Problem. Ja, da ist ein Zombie. Hier haben wir die Tulpen. Ach, hier sind wir, okay. Oh. Da fällen wir mal hier einen Baum. Ist ja Latte Macchiato. Hm, den trinke ich wirklich gern. Dann haben wir genügend Holz. Daraus machen wir uns jetzt mal Sticky Sticks. Und dann machen wir uns daraus Fackeln. So, und jetzt sind wir bestens für den Nether ausgestattet. So schnell geht's. Ja, manchmal geht es halt auch ganz schnell. Zack, zack, zack. Die brauchen wir da unten nicht. Den Burger würde ich gern da haben. Und dann ab zum Nether. Mit welchem Programm streamst du eigentlich? Fragt es Special Triple X. Ja, das mache ich mit OBS. Ist kostenlos und ja, funktioniert wunderbar. Kann ich nur jedem empfehlen. Apropos empfehlen, ich mag es nochmal ganz kurz sagen, für alle, die vorhin schon dabei waren, da habe ich schon gesagt, also mit vorhin meine ich in Planet Coaster Stream, heute oder seit gestern Abend 19 Uhr bei Steam, der große Summer Sale, da mal schauen, da kriegt man gerade günstig Spiele oder wenn man Spiele hat, Erweiterungen halt auch sehr günstig. Also da vielleicht einfach mal vorbeischauen, wenn da Interesse besteht, gerade sich eh was Neues zuzulegen an Spielen oder Programmen. Einfach mal nachschauen. Lohnt sich eigentlich wirklich. Also ich habe da ganz viele Sachen, die da jetzt für mich attraktiv sind, wo ich mal abwägen muss, was ich wirklich jetzt zuerst davon haben will und was nicht, weil alles werde ich mir niemals leisten können. Kleiner Zusatztipp noch. Gib bei Google mal, wie war denn das? Gib mal bei Google Steam als Wort ein Leerzeichen und dann PayPal. Alternativ gebt ihr mal PayPal ein Leerzeichen Steam ein. Ich weiß nicht mehr, wie rum das war oder ob es dort eine Rolle spielt. Und dann bekommt ihr von PayPal, das ist unser Leuchtturm, dann bekommt ihr von PayPal nämlich 5 Euro zusätzlich für euren Steam-Einkauf. Soin Green ist da, Sascha ist da, ja. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Wir sind jetzt am Nether, wir gehen jetzt zum Nether und gucken mal nach Wespennester oder Honigblöcken. Oder ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, nach was ich genau gucken muss.
So, wir lassen uns mal überraschen. Ihr werdet schon schreien, hoffe ich zumindest, wenn ich irgendwas übersehe. Ich brauche mindestens einen Honigblock. Also eigentlich reicht mir sogar einer. Dass ich mir meine Mandeln holen kann. Die Mandeln werden wir vervielfältigen und dann werden wir daraus Marzipan machen. Ich liebe Marzipan. Wenn es Gutes ist. Es gibt auch Marzipan, was nicht so schmeckt, aber prinzipiell ist Marzipan echt lecker. Wir sollten so machen. Gegner sind an. Langweilig wird's nicht. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz gleich was essen im Nether. Und wir sollten auf die Ghast aufpassen. Ich glaube, die heißen Ghast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich würde mal sagen, wir suchen mal einfach den Nether ab. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, auf was ich jetzt genau achten muss. Ich würde mal sagen, da waren wir noch nicht. Dann gehen wir mal am besten da lang, was? Wir haben unser Radar verlaufen. Können wir uns hier eigentlich nicht... Ich habe einen Fahrstuhl gefunden. Sollen wir mal ein bisschen aufpassen? Okay, der hat nur XPs fallen lassen. Das ist erschreckend wenig. XPs brauche ich. Ich dachte, der droppt auch irgendwas oder so, aber... Ich würde sagen, das tut er nicht. Hier liegt nichts rum. Doch, hier sind irgendwelche Sachen. Doch. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wo wir hier hintreten. Das kann auch ganz schnell unser Ende hier sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Was ist das? Ist das Gegner, Freund oder Feind? Der macht mir Angst. Soll ich ihn schlagen? Was ist das? Oh Gott, ich habe hier Angst. Ich hasse den Nether. Wie wär's mit einer Community-Abstimmung über das nächste Game? Ja, geht in meiner Steam-Liste. Die meisten dürften wissen, wie das geht. Schaut mal nach, was ich habe und dann können wir das gerne machen. Ich würde morgen früh übrigens nochmal streamen. Was ist das? Weiß jemand, was das ist? Also eigentlich sieht er von Gesicht aus freundlich aus, aber er macht mir trotzdem richtig Angst. Ich gehe mal lieber weg. Oh Gott, der hüpft jetzt auch noch. Da ist noch einer. Muss ich die attackieren? Komm mal her. Boah, ich habe ein bisschen Angst hier. Ich weiß, die tun mir nichts, wenn ich denen nichts tue. Das habe ich schon rausgefunden. Oh, komm, das nehmen wir uns doch mit hier. Das ist doch eine Einladung. Also wenn wir das schon machen, Neta, dann nehmen wir auch alles mit, was wir finden können. Hier geht's hier nur nach unten. Und ich glaube, ich sollte ein bisschen aufpassen. Da war ein Lavasee. Ja, lieber Fisch, du wirst jetzt untergehen, das freut mich. Das war deine letzte Gelegenheit, hier was zu schreiben. War nett mit dir und ciao. Ich streame auch, ist schlecht. Das freut mich für dich, aber hier diese Werbung, die geht mir echt auf den Wecker. Bitte spamt nicht mal rein, dass ihr auch streamt oder dass die Leute zu euch kommen sollen oder sonst was. Dass, ihr müsst hier keine Werbung für euren Kanal machen. Ganz einfach. Ich mache das auch nicht bei anderen. Und ich erwarte, dass das hier auch nicht getan wird. Und da werde ich einfach jetzt rigoros durchgreifen. Mir egal, wenn ich dadurch halt ein paar Abos verliere. Ich mache das hier, ich sag's gern nochmal, ich mache das nicht der Abos wegen hier, sondern weil ich Spaß an der Sache habe. Und dieses ganze Gewerbegedöns, sorry ey, das ist armselig, wirklich armselig. Und ich werde in Zukunft immer nur noch sperren. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, wie gehst du am besten mit der Situation um und bin zu dem Schluss gekommen, dass das einzig Richtige ist. Von Anfang an ein Signal setzen und nicht irgendwie den Verdacht aufkommen lassen, dass man das durchgehen lässt.